Ein ganz normaler Tag im Harz. In Dreiannenhohne hat gerade der Zug aus Wernigerode den Bahnhof erreicht. Natürlich mit Dampfbetrieb, der auch im 21. Jahrhundert noch immer täglich selbstverständlich ist. Die Hauptlast im Dampfbetrieb tragen die Babelsberger Neubauloks. Sie gehören zur Baureihe 99.23 bis 24. Die Maschinen tragen alle ihre ehemalige Reichsbahn-EDV-Nummer. In Dreiannenhohne wird der Wasservorrat ergänzt, denn bis Schierke müssen 144 Höhenmeter überwunden werden. Die markanten, bulligen Dampflokomotiven sind ab 1954 beim Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg für 1000 mm Schmalspurbahnen entstanden. 700 PS sind sie stark, bringen über 5 gekuppelte Treibachsen die Kraft auf die Gleise. Bis 1956 sind es 17 Stück geworden. Die Neubauloks haben ein Vorbild. 1931 sind bei Schwarzkopf in Berlin 3-1-E1-Maschinen für Schmalspurbahnen entstanden. Als einzige dieser Einheitsloks ist 99-222 erhalten geblieben. Seit 1966 fährt sie im Harz. Hier auf dem Weg zum Borken. Nach anfänglichen Problemen mit dem Fahrwerk in engen Kurven bewähren sich die neuen Maschinen schnell. Ab 1976 werden sie sogar auf Ölhauptfeuerung umgebaut. Die neue Feuerungsart bringt auch neue Betriebsnummern. Wie bei der DR üblich, wird eine 0 vor die Ordnungsnummer gesetzt. Die Ölkrise Anfang der 80er Jahre beendet die Ära der Ölfeuerung recht schnell. Bis 1983 sind alle 17 Maschinen auf Kohlefeuerung zurückgebaut. Auch im Güterzugbetrieb sind die Neubauloks im Einsatz gewesen, oft vor Rollwagenzügen. Die Westerntorkreuzung Anfang der 90er Jahre.
Die Lokomotive und die Wagen tragen noch die Reichsbahnbeschriftung. Seit 1993 ist die Harzer Schmalspurbahnen GmbH für den Betrieb verantwortlich, auch für die 17 Neubauloks. Nach 30 Jahren ohne Personenverkehr wird seit 1991 täglich mehrmals der höchste Gipfel des Harzes erklommen. Im Winter sind es 6 und im Sommer 11 Zugpaare. Anfangs steht noch der Grenzzaun. Die bulligen Lokomotiven sind in ihrem Element. Es sind die stärksten Schmalspur-Dampflokomotiven Deutschlands. Jahre dampfen sie nun schon, haben sich den Verhältnissen im Harz angepasst, den Sozialismus überlebt, Stilllegungspläne hinter sich gelassen und den Weg in ein privates Unternehmen gefunden. Ausfahrt in Wernigerode. In den letzten Jahren haben viele Maschinen im Dampflokwerk Meiningen neue Rahmen und geschweißte Zylinder erhalten. So werden die markanten Lokomotiven hoffentlich noch lange unter Dampf bleiben können. Okay.